Shinbox Rotations, 90 Grad Stellung im Kniegelenk. Wir arbeiten in Innen- und Außenrotation in der Hüfte, wenn möglich mit aufrechtem Oberkörper. Wir probieren über die Fersen zu rollen. Ich fange gerne in der Position an, mit den Armen hinterm Körper gestützt. Das ist relativ einfacher. Und wie ihr sehen könnt, habe ich da ein Bett. Das ist für Leute, die was ein bisschen älter sein, was vielleicht ein bisschen immobiler sein, die starten bitte mit dem Bolster, dass sie ein bisschen aufrechter sein. Leute, was ein bisschen fortgeschrittener sein, können gerne vom Boden anfangen. Wie gesagt, Arme stützen hinterm Oberkörper. Und dann gehen wir weiter. Wir fokussieren uns auf eine Seite. Wichtig, aufrechter Oberkörper. Gleiten von Seite zu Seite. Schauen, dass wir so wenig wie möglich aus dem Rücken machen, sondern uns wirklich auf die Hüften konzentrieren. Yes.